Kunst auf Eis. Probleme der geschlossenen Galerien, der verschlossenen Ausstellungen in der Corona-Zeit. Wie kommt der Kunstinteressierte in Beziehung zu künstlerischen Werken, möglichst zu den originalen Bildern, die ein Künstler erarbeitet hat? Welche Wege findet der Künstler, um seine Idee im schöpferischen Prozess darzustellen? Wie finden die Bilder zu den Menschen, die sich für sie interessieren? Davon handelt dieser Film. Worin liegt die künstlerische Bedeutung Wieland Prechtels, sein individuell schöpferisches Potenzial? Urgewaltige Bilder entstehen durch gelenkte Zufallstechniken, seine außergewöhnliche Materialwahl und die Umwandlung des Stoffes zu Landschaftsimaginationen. Wie kommt er zu seinen archaischen Landschaften? Ein wichtiger Schlüssel zu seinem Werk ist seine besonders tiefe Beziehung zur Natur, die Beobachtung verschiedener Wetterphänomene und seine intensive, reflektierende Wahrnehmung zu den Landschaften, die ihn umgeben, auch auf seinen Reisen, zum Beispiel Island und Lanzarote. Unvergessene Augenblicke, Gletschereis und heiße Erde, unwirkliche Lichtströme, Dampfsäulen, Wolkenfetzen und Freiheit. Diese Erfahrungen sammelt, registriert er und verwendet sie als Basis und wesentlichen Teil seiner künstlerischen Forschungsarbeit. Im einzigartigen schöpferischen Prozess werden diese intensiven Beobachtungen und Erkenntnisse umgesetzt. Kann diese Intensität der Beziehungsaufnahme auch den Besucher der Ausstellung erreichen? Die farbigen Lichtimpulse in den Landschaftsbildern der Impressionisten waren Versuche, die Lichtqualitäten in der Landschaft herauszuheben. Viele Maler unterschiedlicher Epochen waren auf der Suche nach dem Licht. Wie kann man diese sich stets wandelnden Eindrücke und Licht- und Schattenszenarien auf die Leinwand bringen? Wie kann das Sehen des Betrachters lebendig werden? Durch Interesse wächst die Aufmerksamkeit am Objekt. Der Besucher einer Ausstellung kann sich für den Inhalt, für die Darstellungsweise und auch für den künstlerischen Prozess interessieren. Blickt der Betrachter aufmerksam auf die dargestellte Landschaft, interessiert er sich für den künstlerischen Prozess oder auch für die Darstellungsweise, wird ein lebendiger Kontakt zum Bild eröffnet. Verbindet der Mensch Ängste, negative Erfahrungen mit dem Bildinhalt, zum Beispiel auch starke Emotionen, wird er sich in der Folge dem Bild eher verschließen, als empfindend und interessiert sich zu öffnen. So wird ein Bergsteiger ein alpines Werk anders ansehen als ein Mensch, den diese Art der Landschaft weniger berührt. Der Bergsteiger wird die Formen und Grate des Berges genauer untersuchen. Er wird sich einen Weg zur Besteigung vorstellen wollen und die Abbildung daraufhin überprüfen. Dieses Beispiel ist auf jede Art des Interesses und der vertieften Auseinandersetzung zu Bildern übertragbar. Bilder zeigen den Zugang des Künstlers zu den Elementen, zur Natur, zur Landschaft, zu sich selbst. Auch die Landschaftsdarstellungen Wieland Prechtels werden durch die inneren Bilder des Betrachters ergänzt
und auf den Wahrheitsgehalt hin überprüft. So fordert jedes der Werke gleichzeitig einen Blick nach außen und eine Sicht nach innen vom Betrachter. Was kann man auf diesem Bild, der Titel ist Land im Fluss, erkennen? Es ist ein klarer Horizont. Die Bildarchitektur zeigt im unteren Bereich Erde, gemischt mit Wasser. Es könnten auch Pflanzenteile dabei sein, die von einem Strom von der Bildmitte links nach rechts unten mitgerissen werden. Je weiter man mit dem Blick nach oben Richtung Horizontlinie schaut, könnten es aufgrund der türkisen Farbe auch Eisschollen sein. Am Fuße des Bergmassivs beginnt eine starke Wolkenbildung, die eigentlich die ganze Berglandschaft verhüllt. Zwar kann man ahnen, wo sich der Berg befindet, doch schmiegen sich die Wolkenbänder von links kommend nach rechts zu den beiden noch sichtbaren Gipfeln. Man hat den Eindruck, die Wolken streben nach oben, aber sie sind doch so schwer, dass sie nicht von der unteren Ebene loskommen. Ein interessanter Teil ist wieder in der Nähe des Bergfußes im rechten Teil des Bildes. Es ist ein geheimnisvoller Bereich. Ist es eine Mure oder handelt es sich um einen sogenannten Gletschermund? Verhüllte Ebenen des Bergmassivs und darüber spannt sich eine enorm anziehende blaue Atmosphäre. Das Blau ist immer das Sehnsuchtsmotiv. Der Mensch möchte gern dahin kommen, aber es sind viele Hindernisse dazwischen. Ab und zu gibt es im Vordergrund glitzernde Bereiche. Handelt es sich um Wasser? Ich möchte nicht dahin treten, es ist zu unsicher. Die Gefahr des Untergehens besteht. So kann man zusammenfassend sagen, dass eine starke Polarität das Bild bestimmt. Einerseits die Anziehung durch das Blau des Himmels, andererseits jedoch weist der Titel Land im Fluss bereits darauf hin, dass die vertrauensvoll feste Erde hier ins Schwimmen gerät. Wird die Erde mitgerissen durch eine Überschwemmung, handelt es sich um ein Moor. Der Betrachter kann sich noch so sehr mit dem Blick in Richtung Horizont orientieren. Durch die dichten Wolken wird er auch da keine Klarheit, keinen Weg zum Gipfel finden. Der Standpunkt des Betrachters ist ebenfalls unklar. Wo ist sein Standort? Er scheint sehr in Frage gestellt. Also, was ist jetzt hier auf diesen drei Bildern zu sehen? Es ist eine Übergangssituation wieder einmal, und zwar das Wasser drängt sich hier bis zu zwei Dritteln oder sogar mehr über den Erdbereich, also den Strand. Wir haben einen Blick von oben, wir haben keinen Horizont mehr. Dafür haben wir unglaublich schöne Bewegungen im Bild, die wir von oben sehen können. Wir befinden uns in einem Zwischenbereich. Der Zwischenbereich heißt, wir sind nicht mehr auf der Erde und wir sind aber auch nicht im Himmel. Also wir schweben irgendwo, entweder mit dem Flugzeug sind wir unterwegs, wo wir so einen Eindruck haben könnten, so einen Blick auf die Welt. Wir sehen ganz bestimmte Bewegungen, die durch das Material, durch die Verbindung des Materials kommen, beziehungsweise auch die Abstoßung des Materials. Also was macht das Wasser mit der Erde, beziehungsweise was macht die Erde mit dem Wasser? Das ist hier ganz gut zum Ausdruck gebracht in den Bildern, also diese Formationen, die sich hier ergeben, wo man von oben annehmen kann, ja, es handelt sich, es könnten auch Verkrustungen, irgendwas Salziges, was sich da vielleicht in bestimmten Bereichen in bestimmten Mulden festgehalten hat. Bei dem Bild fällt einem das Betrachten leicht. Man fühlt sich gelöst, frei, es ist eine Weite sichtbar, es ist bewegt.
Ich werde als Betrachter belebt und erfrischt. Und das Wasser in seiner besten und menschenfreundlichsten Situation kommt mir da entgegen. Es ist nur die Frage wieder, wo befinde ich mich? Wahrscheinlich befinde ich mich auf dem Schiff als Betrachter. Ich schaue mir die Wogen an, wie sie heranbrausen oder wie sie, ich bin jetzt kein Seefahrer, wie sie vielleicht entlang des Schiffes fahren. Ich weiß nicht, welchen Bezug muss ich aufnehmen. Ich sehe auch beim zweiten Blick auf das Bild nicht den rettenden Hafen zum Beispiel. Ich sehe keine Möglichkeit, irgendwo anzulanden. Aber zunächst mal ist die heitere Stimmung des Bildes im Vordergrund und das Erfrischende, was mich als Betrachter einfach freut. Wir sind heute im Atelier hier zusammengekommen, damit ich die Materialien und die Vorgehensweise von Herrn Prechtl vorstellen kann. Er hat eine ganz besondere Art und Weise. Er malt die Bilder nicht im herkömmlichen Sinn, sondern er nimmt ganz ungewöhnliche Materialien. Man kennt das eigentlich aus den Zufallstechniken und die Bilder sind gesteuerter Zufall. Und das ist sehr spannend, das ist ein Experiment und da möchten wir heute so ein bisschen was vorstellen. Zufallstechniken. Wodurch erzeugt Wieland Prechtl seine besonderen Lichterscheinungen und strahlkräftigen Farben? Erst einmal arbeitet er häufig auf Alu und andere Metallplatten. Es sind seine bevorzugten Malgründe. Sie reflektieren die aufgebrachten Farben stärker als die Weißgrundierung einer Leinwand. Außerdem nutzt er häufig die reine Farbe, oft Acryl, aber auch Pigmente. Seine Palette, oft blau, weiß, rot, schwarz oder grün. Glaspartikel, zum Beispiel beleben durch Reflexionen des Lichts die gewählten Bildausschnitte. Der Betrachter kann sich fragen, wie wirkt das Licht im Bild? Welcher Tagesabschnitt wird festgehalten? Was sind Zufallstechniken, sogenannte aleatorische Malverfahren? Ein Aspekt sind ungewöhnliche Kombinationen des Materials, so als wollte man einen Kuchen mit der Mischung von Mehl und Sand backen. Diese bringen eigenwillige Faktoren ins bildnerische Geschehen. So zum Beispiel schäumen die Materialien oder sie stoßen sich ab oder sie verklumpen. Dieser experimentelle Umgang geht über das normal Machbare hinaus. Die Grenzen eines herkömmlichen Materialumgangs werden gesprengt. Einzelne Werkstoffe werden mit unterschiedlichsten und polar wirkenden Bindemitteln auf die Leinwand gebracht. Dabei scheint die Experimentierfreude des Künstlers durch. Ungewöhnliche Kombinationen des Materials bringen dieses zum Rieseln, sich verteilen oder zum Schäumen, zur Abstoßung, zu Verklumpungen. Der Surrealist Max Ernst bezeichnete seine künstlerischen Experimente als befreiende Verfahren, befreit vom langen Nachdenken. Wieland Prechtl dagegen lenkt den Zufall, versucht, die sich eigenwillig gestalteten Materialprozesse zu beeinflussen. Auch Trocknungsphasen können durch verzögernde Stoffe unterbrochen werden. Hieraus ergeben sich Gefahren
des bildnerischen Scheiterns, aber auch überraschende, spannende Strukturen und Effekte. Prechtl wird als Bildner herausgefordert, Lösungen zu suchen und die zufälligen Ergebnisse mit seinen Problem- und Aufgabenstellungen in Einklang zu bringen. Häufig arbeitet Wieland Prechtl gleichzeitig an 6 großen Malgründen. Er arbeitet im Freien an großen Tischen. Der bildnerische Prozess geht über Stunden. Lange beobachtet er die verschiedenen Reaktionen und versucht sie zu lenken. Auch Mischtöne erscheinen häufig durch seine besondere experimentelle Malweise. So bleiben seine gesetzten Farben rein und strahlend. Die Aufnahmen im Atelier entstanden, um einen Einblick in Zufallstechniken ganz allgemein zu geben. Wieland Prechtls künstlerische Herangehensweise ist viel umfassender und archaischer und mit den gezeigten Beispielen nur im Ansatz vergleichbar.